Drei Bünde fürs Leben, drei Lieder per la vita, drei Lege per la vita. Herzlich willkommen zum Jubiläum. 500 Jahre Freistaat der drei Bünde. Unser heutiger Graubünden ist im späten Mittelalter ein komplexes Gebilde. An den einen Orten haben die Adligen, an den anderen die geistlichen Gebietsherren zeigen. Und immer wieder kommt es zu Fäden. Gegen diese Situation wächst immer mehr Widerstand aus den stärker werdenden Gemeinden. Und dann werden drei Bündnisse geschlossen. Drei Bündnisse, zum Frieden und Sicherheit zu schaffen. Am 23. September 1524 schließen sich dann eben diese drei Bünde. Der Graue Bund, der Gotteshausbund und der Zehngerichtebund zusammen und bilden fortan ein eigenständiges Staatswesen. Was damals passiert ist, hat eine epochale Bedeutung und wirkt sich bis heute auf das Leben von allen Bündnerinnen und Bündnern aus. Und das ist Grund genug. Grund genug, um genau herzuschauen, nachzuforschen und zum Feiern. Wir freuen uns auf viele Veranstaltungen in allen Sprachregionen und auf spannende Begegnungen an den Siebenbundstag. Besuchen Sie die mobile Wanderausstellung «Bündner Schätze auf Reisen» in Ihrer Region oder die Vernissage vom Bundesbrief und vom Atlas zur Bündner Geschichte 1524 bis 2024. Oder das einmalige Freilichtspiel in Lansch, Lenz. Und erfahren Sie mehr über die ereignisreiche Geschichte von unserem Graubünden in einem der zahlreichen Projekte für Gross und Klein, die in diesem Jahr umgesetzt werden. Detaillierte Informationen finden Sie unter 500.gr.ch.